Der Brodem der Bastille hat sich verzogen. Ich sehe alles klar. Memorize, Sensen, die Leaper, die grausamen, geheimen Experimente. Alles hängt zusammen. Ich will diese falsche Utopie zerplatzen lassen, sie zerfetzen. Ich muss den Konzeptionswürfel finden, im Herzen von Charles Cartier-Wells Nemopolis. Dort wird der Sensenfluch gehütet. Sicher und warm, im kobaltblauen Schein von Memorized zentralen Servern. Nichts wird mich davon abhalten. Weder die mörderischen Maschinen, noch die brabbelnden Leaper, oder der Vater, von dem ich nichts mehr weiß. Ist Edge ihr Vater? Episode 7. Also die letzte Episode fand ich sehr, sehr haltig zusammen, also ganz gut zusammengehalten mit dieser Irrenanstalt sozusagen. Wir haben unseren Bruder noch kennengelernt, jetzt suchen wir eigentlich sozusagen noch den Vater und Johnny Greenpeace hat uns eigentlich geholfen, aber dennoch ein Bösewicht in sich selber. Naja, kann man leider nichts machen. Gut, aber ich glaube, es ist so langsam anscheinend des Endes. Nemopolis zum, ja, diesen komischen Würfel da. Und da müssen wir auch, glaube ich, hin. Aber wer sitzt am Flieger? Nillen? Wer sitzt da drin? Ich habe keine Ahnung. Ist da nicht hier unsere alte bekannte Freundin? Lass Memorize implodieren, sodass die Welt selbst den Namen Cartier Wells vergisst. Wenn alles vorbei ist, stoßen wir auf David an. Danke, Olga. Unsere gute alte Freundin aus den Anfangstagen. Wow, was für eine Rekrutin. Du hättest sie früher anheuern sollen. Okay, Konzentration. Finde den Zugang zum Hauptsicherheitsposten von Nemopolis. Werden wir tun. Oh Gott, ich muss rekonfigurieren. Nein, rekonstituieren. Ach, verdammt! Ich wusste es. Ich wusste es. Denke ich. Was war es? Da! Die Frau! Ich kenne sie! Sehr gefährlich! Hab sie schon mal gesehen! Nein, sie war... Stoppt sie! Stoppt sie jetzt! Da! Schnappt sie! Haltet sie auf! Wie ist das nochmal gewesen? Schnappt sie! Los! Schnappt sie jetzt! Ich komm nicht... Das Gesicht kommt mir nicht bekannt vor. Naja, wir kriegen zumindest Trace. Ein bisschen Überraschung. Irre und unvernichtbar. Ich krieg immer die Besten. Feuer frei. Der Fried wird umgedreht, kleine Lady. Danke. Aufgetrickst, kleine Lady. 100 Points to Germany. So, wie vernichte ich euch denn am besten? Keine Ahnung, wie ich euch am schnellsten vernichte. Sicher wäre eigentlich so eine Look-Bombe. Also das ist einfach sich das dann irgendwie ranzukommen an die Gegner. Irgendeinen müssen wir jetzt schon ausschalten, also die werden mir immer zu unheimlicher. Was?
Boah. Krasser Mist. Wie kriegen wir die denn am schnellsten tot? Ja. Erst über den hier. Boah, ich sehe hier gar nichts gerade. Tschüss. So. Versuche ich schnell noch einen Fokus zu kriegen. Das wird auch ein bisschen schwerer. Whoop. Und gute Nacht. Ja, und wie komme ich jetzt wieder meine Energie? Keine Ahnung. Aber es lädt sich auch nichts auf hier. Ja, ich kann nur durchsterben. Also was anderes fällt mir gerade auch nicht ein. Ich werde gleich nochmal sterben. Ach. Oh nö. Ach, meine letzten Energiereserven gehen nicht kaputt, wenn ich das benutze. Dich überlasse ich nicht, weil du nervst. Und hier kann ich ein bisschen meine Energie noch aufnehmen bei den Jungs hier. Was ist gemein? So. Tschüss. Er ist auch down. Ich klatsche jetzt mal ganz schnell noch mal Ruhe, ganz locker, flockig. Ach, du brauchst mich nicht lebend. Na Jungs, alles gut bei euch? Oh, ich dachte, ich kann das mal versuchen hier. 3, 1, 2, 3, 4 und
Zack, 50 Punkte extra nochmal. Anfängerglück können, mein Freund der Nacht. Und nochmal 50 Punkte extra. Nice. Nellen, finde diesen Wirrkopf und klau die Zugangsprotokolle zum Konzeptionswürfel. Die gute Nachricht ist, dieses Mal ist er zu Fuß. Und die schlechte Nachricht? Sein Gedächtnis bröckelt weg. Er ist fast schon ein Leaper. Handle schnell! Wie kriege ich ihn? Er geht rauf zum Hauptsicherheitsposten im 103. Stock. Nimm den Lastenaufzug, um ihn abzufangen. 103. Stock. Aktivieren. Manuelle Entriegelung aktiv. Vorsicht an der Plattformkante während der Fahrt. Kriegen wir noch Besuch hier? Zum Kämpfen oder so? Wäre es gar nicht mal schlecht. Ich hab doch gesagt, irgendwas zum Kämpfen bekommen wir immer noch hier. Hey, Eierkopf. Was ist denn los? Schlechte Tage gehabt oder so? Also kann ich eigentlich gegen dich hier so eine Logikbombe einsetzen? Ne, anscheinend nicht, ne? Gar nichts kann ich gegen dich einsetzen. Schade. Du bekommst jetzt Besuch von mir. Richtig gut. Aber wir wissen ja zumindest, wie der geht jetzt am schnellsten. Einfach immer auf seine blöden Arme zimmern hier. Ja, ich glaube eher weniger. Hoppala, oh. Zu langsam. Zu langsam. Na gut, diesmal hast du mich gekriegt. Oh. Ich glaube, der ist nicht so sinnlos. Faust voll in deine Rübe. Nein! Ah! Ich habe auf E gedrückt, anstatt zu treten. Wieder Schlag kommen und dann kommt noch mal ein Tritt und tschüss, lieber Roboter. Hasta la vista, Baby. Robo-Schrott. 300 Punkte nur. Kommen wir denn jetzt hier weiter oder nicht? Da können wir, glaube ich, weiter. Captain Trace ist also noch im Amt. Er hielt seine Krankheit geheim. Aber nun dreht er durch. Finde ihn schnell. Ja, ist auch klar, wenn man dann so langsam, aber sicher zum Leaper wird, glaube ich auch, dass man so leicht
durchdreht, aber nur leicht. Ja, einmal aufladen auf jeden Fall. Dankeschön. Ist hier vielleicht was für mich? Oh, ein Sudpatch. Ja gut, lohnt sich auch nicht mehr ganz. 1 von 5. Wo das noch hinkriegen, ist, glaube ich, ein Wunder. Ja, dann. Da unten ist die Tür, da müssen wir hin. Beschädigter Behälter. Bestimmungsort, Industriereparatur. Gut. Da unten müssen wir hin. Das kriegen wir aber auch schnell, glaube ich, hin. Beförderungsarm. Beförderungswagen wird gerufen. Andocken angefordert. Genau. Wagensteuerung. Och, Nillen.